dich warten? Wieso? Soll ich dich fragen? Idiot. Ich will einen Hund. Du spinnst. Paris Hilton hat auch einen Hund. Ich hasse Paris Hilton. Ist da jemand? Du willst Hund kaufen? Mhm. Doch nicht mein Hund. Den da. Was ist denn in dem Koffer drin? Lass dich überraschen. Na also, geh doch. Die Farbe gefällt mir nicht. Einfach unmöglich. Das gehört jetzt alles dir. Da freust dich doch. Mensch, kann der froh sein, bei mir zu sein. Von mir kriegt er nur das Beste. Und laufen muss er auch nicht mehr so viel. Ein echter Hundetraum. Thank you.
natürliche Farbe wäre. Ach, Frau Glenzhammer, kommen Sie rein. Setzen Sie doch unten mal auf den Tisch, bitte. So, ja, du bist ein Feiner. Und wie heißt Ihr Hund? Ich habe noch keinen Namen. Aha. Der Hund hat die falsche Farbe. Ich möchte ihn in Rehbraun einfärben. Also färben, das machen wir nicht. Wir kümmern uns um die Fellpflege. Ach. Ja, so ist es. Haben Sie eigentlich einen Impfpass für Ihren Hund? Nö. Der braucht einen Heimtierausweis. Wenn Sie mal ins Ausland fahren wollen, brauchen Sie den mit der Chipnummer. Was für ein Aufwand, nur für so einen Hund. Sie sind so gepflegt und Ihr Hund ist so vernachlässigt. Also das habe ich mir hier anders vorgestellt, gell? Mensch, ist das eine Scheiße hier. Der kämpft an den Hund und will wahrscheinlich jede Menge Geld. Der Hund ist immer noch nicht gefahren. Hallo Frau Gensheimer. Cappuccino und Streusel und zwei Teller. Gerne. Cappuccino, Streuselkuchen und ein zweiter Teller. Ach, nehmen Sie doch bitte den Hund runter. Der Platz ist für die Gäste gedacht. Dankeschön. So, was ist für dich? Das geht nun wirklich nicht. Und nimmst doch bitte den Hund von der Couch. Dankeschön. Also so eine Frechheit. Komm, wir gehen. Hallo Frau Gensheimer, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Martin, ich bin ein Notfall. Man sieht's. Ach, Sie Blödmann, doch nicht ich, der Hund. Der Hund? Den färben Sie jetzt rehbraun. Rehbraun? Ich glaube, Ihnen pfeift der Kessel. Ach du blöder Köter, mit dir hat man nur Ärger. Was gibt's? Der Hund hat in die Wohnung geschissen. Sorg dafür, dass die Putzfrau sofort hierher kommt.
Kann ich zaubern? Die ist doch in Urlaub. Jetzt halt doch mal die Klappe. Okay, dann komme ich halt nach Hause und mach die Scheiße weg. Und den Hund kannst du gleich mit entsorgen. Bissi ist total durchgeknallt. Hast ihn ja auch angeschafft, den Köter. Hoffentlich holt der Kerl den Hund bald. Ich habe wieder mal einen Job für Sie. Klar, Sie wissen doch, ich bin der Mann. Wird jedenfalls besser als beim letzten Mal. Aber das kostet. Zu den üblichen Konditionen. Okay, treffen uns beim Shoppen. Um 9. Dort wie immer. Alles klar. Okay. Tschüss. Bis dann, heute Abend. Jetzt gehen wir in den Wald. Geschossen. Und dann kam ein kleiner Hund aus dem Wald. Und jetzt liegt da einer. Sag ich mal, der Verletzte. Ganz. Oh. Boah, eine Schussverletzung. Oh. Oh. Das müssen wir der Polizei melden. Das wirst du nicht. Oh doch. Oh. Pass doch auf, du Arschloch! Die schaut kurz unangenehm, wird gleich besser. Ah. Wie blöd muss man dann sein, sich selber ins Bett zu schießen? Ohne Worte. Und wo ist der Hund? Thank you.
Das ist aber ein schöner Stock. Ja, wo kommst du denn her? Wir können den Hund nicht behalten. Wir haben doch schon einen. Ich hab mir's überlegt, Kinder. Wir bringen morgen den Hund ins Tierheim. Verabschiedet euch mal von der Frieda. Ach, du armer Kerl, hat dich auch jemand abgegeben? Nee, Frieda, hier bleibst du nicht. Und der Kleine kommt auch mit. Kinder, ich hab's nicht übers Herz gebracht. So viele arme Hund. Wir schaffen das auch mit drei. Paula, Frieda und Marilou kehren jetzt zu uns. Der Papa wird sich freuen. Ha ha ha!
Warum müssen wir jetzt so plötzlich ins Ausland? Hast mich aus dem Pilates-Training geholt. Oberpeinlich. Und weshalb fahren wir überhaupt mit so einer alten Karre? Das fragst du noch? Deine bescheuerte Idee mit dem Hund hat alles kaputt gemacht. Der Killer hat uns verraten. Hättest du nicht wieder diesen Trottel engagiert? Und überhaupt, was soll der stinkende Köder hier? Der war schon im Auto. Halt an, ich will eine rauchen. Keine Zeit, wir müssen schnell über die Grenze. Immer nur, wie du willst. Halt jetzt sofort an, du Vollpfosten. Na also, geh doch, Weichei. Da ist mir der stinkende Kühle noch lieber. Aufnahme läuft, Ruhe bitte! Jetzt nicht wieder diesen Trottel engagiert! Mensch, ist das eine Scheiße, der kämpft an den Hund. Bis wink nochmal, ja. Kannst du nochmal machen?